Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode hier von Assassin's Creed Black Flag. Und wir sind wieder auf hoher See und haben noch 6,5 Kilometer vor uns, bevor wir wieder Land sehen. Und das ist auch noch ein kleines Stückchen, also in Relation gesehen zu den anderen Schifffahrten, die wir so machen, ist es doch ziemlich lange. Wir machen normalerweise so 2,5 Kilometer auf Meer. Und man sieht überall Wasser mit ein bisschen Land. Mücke? Scheiß Mücke hier. Mücke, komm. Mann, das Vieh auch. Wenn es dann wieder kommt, dann müssen wir es eventuell niedermähen. Och, knapp ein 50er Schiff. Ein 23er. Oh. Was ist denn da rot? Ist da irgendwie eine Grenze? Fregatte! Die Fregatte! 200 Holz und ein paar Zucker. Ist das ein Sperrgebiet oder so? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder noch lange nicht. So rum. Wir waren wirklich bei vielen, bei vier Sektoren waren wir noch nicht zu Gast. Was Sperrgebiet? Nö, wo denn? Wieso will das Schiff Prügel mit uns? Wieso? Sehr schön. Unkarierte Sequenzen da vorne. Kriegen wir das hin? Wir werden sie rammen, Sir! Feuer! Rammen ist Feuer! Es ist ein Kanone, mit Segelrest auf dem Debüt! Freunde! Feuer! Na, ein guter Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Ich hab doch gesagt, entern! 10 Crewmitglieder, das kriegen wir noch hin. Fünf und nun hier noch ein paar. 6, oh, da gab es glaube ich ein bisschen mehr Probleme. 7, wir haben also ziemlich schon viel. Ich wollte das nicht machen. Nein, nun 3,5 Kilometer nur noch? Es werden mehr. Oh, angenehm. Wieder nicht die rote Rakete, sondern die gelben. Lange nicht mehr gesehen, Damen und Herren. Wer kommt denn hier? Ich glaube, das war's heute, ne? Mit Damen und Herren. In die Geschichte eingegangen. In die Geschichte mit einer weiteren Kaperfahrt. Wir haben nicht nur in der Verurteilung war es ja bei uns so, dass wir zwei Schiffe gekapert haben. Irgendwie ist nicht zwei Schiffe, sondern ein bisschen mehr. Wir haben nicht einen ganzen Kreuz voll mit Schwertern. Das heißt, ja, wir können noch mehr haben. So. Und nun? Drehen und wetten und drehen und wetten und tral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 
38 ist mal rot. Okay. Dachte, wir sind besser. Wir haben auch schon ein 40er Schiff auseinandergenommen. Aber 50er noch nie, aber 40er haben wir schon auseinandergenommen. Das weiß ich sogar. Wieso ist hier eigentlich eine Sperrzone? Deswegen ist und so? Sperrgebiet. Wieso ist hier überhaupt hier ein Sperrgebiet? Ich habe keine Ahnung, wieso hier ein Sperrgebiet gelandet ist. Vielleicht, weil es spannend ist? Keine Ahnung. Zweieinhalb Kilometer. Das geht ja rasant runter. Oh. Ach, ich dachte schon, wäre eine Schlucht. Und runter wären wir. Nein, zum Glück nicht. 2 Kilometer noch. Das wird eine Tal- und Höhenfahrt. Ich glaube. Sind bereit, Sir. Ja, das sehe ich ja. Ist hier gerade die Brücke bei mir? Schießt dahin, Sir. Wir haben schon ein ganzes Riff auseinandergenommen. Ah. So. Ah, immer noch nicht. Gut. Immer noch nicht. Da ist diese Schwachstelle. So, und nun? Nächste, 2 von 4. Wie, da hinten gibt's auch noch? Segel setzen! Segel werfen! Yay! Das war nix, ne? Feuer! Schießt dahin! Feuer! Das Cliff macht kein Holz aus und Knacken! Eine Seite genau da rein! Feuer! So, mach den Kurs. So. Jetzt kommt noch ein Schiff, verdammte Hacke. Nicht noch eins, zwei Schiffe sogar. Vorsicht, wir prallen zusammen! Den Piran auf dem Bett! Der Segel, alle Segel! Okay, Freunde. Wir sind genau durch, wir sind so doof. Ein Schiff ist irgendwie auch gleich hin, oder? Sie geht gleich unter! Woher haben wir denn das Schiff da? Das haben wir irgendwie... Locker trimmen, alle Segel einholen! Das haben wir sogar... Lassen wir sie Eisen schmecken! Ach so, gut. Kriegen wir auch noch hin. 10, okay. 10 Personen. Davon auch noch 8 haben wir schon. Eine. Verdammt! Ich dachte, wir würden da gleich 2 miteinander hauen, aber natürlich war es nicht so. Komm her, Freundchen. Nein, nicht.
Heilige Pastete, ich glaub's ja nicht. Aber gut. Nur jemand, das geht klar. Ich glaube, der wird gleich flöten gehen und wir haben jetzt. Genau. Das Schiff und nachher haben wir dann das Fort infiltriert. Ist ja auch irgendwie cool. Reparieren. 65 Metall, okay, gut. Ich hoffe, wenn wir das Fort infiltriert haben, dass es wieder offen geht und danach für uns ballert. Wäre ziemlich cool, aber naja. Das Schiff da drüben ist auch plötzlich zum Entern klar bereit. Okay. Angenehm. Auch nur noch 1 Kilometer, bis wir. Gut. So, da hoch. Ach du meine Güte. Offiziere töten. Gut, einer von 3 haben wir schon. Der nächste ist hier oben irgendwo. Ah, ist hier oben. Ich sehe das auf der Map. Na klar, was denn sonst? Jetzt hoch bitte. Meine Damen, bitte sehr, ihr könnt euch da noch vergnügen. Ich euch verabschieden, das geht mir zu weit hier. Och, was ist denn hier? Oh, da will ja. Oh, hier rennt jemand weg. Na, na. Ist doch, Freunde. Eben, meine Güte. Ich dachte schon, wieso greif ihn noch an? Über den Tisch gezogen. Oh, tot. Und wieder ist ein Gebiet frei geräumt. Angenehm. Jetzt haben wir schon nur noch 3 Gebiete, die wir, oder Sektoren, die wir jetzt uns gehören. Oder nicht uns gehören, so rum. Ach, wir sind vor der Küste. Oh. Gut. Na dann. Ich glaube. Warte mal kurz, kann das sein? Ich dachte gerade, irgendeine Mücke wäre in meinem Kopf, aber das kann gar nicht sein. Falsche Richtung. Komisches Gefühl aber auch. Aber na gut, wir segeln weiter ohne Adewale, aber das können wir noch. Die 1 Kilometer, die schaffen wir noch. Vielleicht in dieser Episode kommen wir da noch ran und dann geht's nächste Woche wieder weiter. Wir wissen nicht wohin. 900 Meter. Und es regnet in Strömen. Hier wirklich so stark, dass man vielleicht fast nichts vor den Augen sieht, aber oh, es hält auf. Tut auf. Guck mal da vorbei. Und nun akzeptieren. Tulum! Da waren wir auch schon einmal. Genau. Greifen Sie Forts an und erobern Sie. Sie, um Details zu ihren Umgebungen zu enthüllen, um neue Missionen freizuschalten. Neue Missionen? Wir haben jetzt schon fast alles außer drei Gebiete. Und, ja, sieht wirklich angenehm aus. Also, hier unser, Kenway, Edward, der, ein Tigerfell sexy aussieht. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe zu viel gelabert. Greifen Sie vor, dann wird der Ladebildschirm mal durchrattern, oder wie? Tulum, haben wir auseinandergenommen. Meine Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder mit weiteren Details zur Lösung des Rätsels.